Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß, es ist nicht viel gekommen in der letzten Zeit, aber es liegt daran, dass ich einfach ein bisschen viel um den Ohren hatte und so. Also wie ihr wisst, steht ja auch schon im Titel Fortnite Nintendo Switch. Und ja, die Season endet in 10 Tagen, wahrscheinlich wenn ihr seht, in 9. Und ja, ich würde sagen, ich bin jetzt eine Runde. Oh, sollen wir spielen, Leute? Komm, ich bin Gruppenkeule, mir ist langweilig, ich bin Gruppenkeule. Und wir haben auch gerade 22 Uhr 2. Das heißt, es kommt ungefähr 22:30 Uhr an, 22:40 Uhr an. Wahrscheinlich, wenn ihr seht, 22, keine Ahnung. Vielleicht auch nächster Tag. Ich hab null Ahnung. Also, wir spielen mit dunkler Farmbomberin. Die habe ich mir letztens im Shop gekauft, als die halt draußen war. Und ja, ich würde mich halt auch mega über einen richtig, richtig, richtig geilen Support von euch freuen. Und vielleicht, ach ja, es kommt am 8.10. kommt Asphalt 9 Legendary für die Nintendo Switch raus. Ich habe es mir schon runtergeladen. Es ist alles bereit für einen, Junge, für eine richtig geiles Video. Es ist Zeit. Hallo. Ich habe hier gerade übelst den, warte Leute, ich zeig euch mal. Ich hoffe, das erkennt man. Na, schade, hat nicht mehr gereicht. Jetzt musst du Polar Peak und halt du das, die. Deswegen flop. Scheiße, die haben Polar. Und die haben das, die. Ne, wir haben das, die und die haben Polar. Polar Peak. Junge, mein Dutsch ist wieder heute und flieh, Alter. Ganz ehrlich. Ich mag hier mit Polar Peak. Zack. Und dann flattern wir jetzt ganz geschmeidig nach Polar Peak. Denn da picken die alle immer. Spaß. Ach ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert mich kostenlos. Denn ich versuche in diesem Video ein bisschen mehr reinzutun als in meinen vorherigen Videos. Ich hätte mal einen TikTok-Channel, wollte ich nochmal andeuten, aber da ein Update für TikTok kam, wurde mein ganzer TikTok-Account gelöscht. Nice, und mir fehlte nur noch ein Follower und ein Like. Dann war ich genau bei den 1000 Likes und bei den 1000 Follower. Aber es wird leider. Nehmen wir es mal den. Muss ich eigentlich auch bei Polar Peak landen? Ich glaube, ich muss da landen. Könnte ein bisschen problematisch werden, weil da hinten ist so ein Ziel. So ein roter Kreis für die eine Herausforderung. Ich glaube, man muss gar nicht auf Polar Peak landen. Ich glaube, man kann auch einfach besuchen. Ich glaube, man kann besuchen, dann kriegt man einen Fallschaden, dann fliegt man gerade nach Dusty und dann ist Ende. Junge. Dann wird sich Strecke hingelegt. Junge! Was? Keiner vom Gegnerteam ist beim Polar Peak. Tschüss, Habibi. Okay. Dann landen wir jetzt hier auf dem roten Punkt. Ui, blub. 3, 2, 1 und wir sind gelandet, Leute. Ich habe alles geschafft. Ich musste auf diesen Zielscheiben landen. Oh, da ist doch ein blauer auf dem Marken aus. Mit einem Biggie. Das ist ein Biggie. Oh, sogar zwei. Okay, dann sehe ich da noch einen Rocket Launcher. Okay, mein Controller ist nochmal gespannt. Und Softpacks. Ich glaube, ich habe mir Raketenwerfer. Oder Granatenwerfer. Ja, ich habe mir Granatenwerfer. Ich weiß, einige werden jetzt wahrscheinlich dann von euch in die Kommentare schreiben. Warum hast du den Rocket Launcher, ey? Granatenwerfer geholt? Granatenwerfer ist scheiße. Ja, Granatenwerfer mag zwar scheiße sein, aber im Gruppenkollegen bist du überpowered. Oh ja. Oh, schwere Sturmgewehr. Oh. I love you so much. Junge, ihr wisst nicht, wie sehr ich dieses Sturmgewehr liebe. Vor allen Dingen kann man mit dieser Waffe übelst Burst snipen. Komm schon, lass mich da drauf, Alter. Oh, ich hab ein schwaches Scharfschützengewehr gefunden. Nimm das mit. Oh, nice. War nicht mal so schlecht in Not am Anfang. Oh. Bis nach Paula. Tschüss, Leute, ich werde nach Paula. Peek. Polar Peak. Ich
Die Idee auch, weil Piken, ja. Haha. Lustig. Ja, ich weiß, meine Sache ist wieder komplett scheiße. Nein. Ich muss nach Pola biegen. Komm, eine Granate. Die kommt sogar zeitgleich an. Nein. Ich hätte es ahnen müssen. Ich hätte dann landen müssen. Ja, okay, was wär's? Irgendwie kurz weg vom Polar Peak. Jetzt wieder in den Sturm. Und jetzt? Ja, hat sogar gezählt. Ja, hat sogar echt gezählt. Aber ich müsste noch nach Moisty Palms, das ist da hinten. Könnte ich sogar schaffen. Ich müsste noch nach Moisty. Moisty Palms. Muss ich nur noch. Oh, da ist sogar einer. Na, der versucht gerade zu Polar Peak zu fliegen. Da war ich schon. Kann halt mehr was weg, Leute. Ich habe jetzt mir davon die grüne AR geholt. Alter. Ach ja, wenn Overwatch rauskommt, ich krieg das vielleicht. Wer weiß, ich habe noch keinen Plan, ob ich das krieg. Aber ich bin mir zu 1% sicher, dass ich das krieg. Ja. Ich bin gerade aus dem Sturm gekommen, fliege da rein, nochmal. Also ich bin mir zu 1% sicher, dass ich das krieg und so. Und die restlichen 99% bin ich mir ja unsicher. Okay, auf dem Fernseher läuft noch kein Countdown. Junge, macht mal Countdown. Das wird langweilig, Leute. Uns wird langweilig, wenn wir keinen Countdown haben. Ja, also ich warte jetzt, bis ich. Also ich mache jetzt auf Pause und schalte dann wieder ein, wenn wir in der Zone sind. Ciao. So, Leute, da sind wir auch wieder. Wir landen jetzt noch ganz fix in Moisty Palms. Es ist doch die ganz normale Gruppenkeller-Runde. Also ich habe jetzt nicht irgendeine neue Runde aufgemacht oder so, falls ihr das denkt. Habe ich nicht. Komm schon, ich muss hier landen. Hey! Ich muss doch hier landen. Ah, als ob das jetzt nicht zählt. Ich sollte doch hier in verschiedene Matches landen. Never. Ever. Tschüss. Und dann. Ha, tschüss, Leute, ich hab den fast getroffen. Mit einem Quickscope. Gerede. Und das von Gustav. Und er denkt, er schafft's, in so einen Rift zu fliegen, ne? Aber dann übelst verkackt und nichts und das nicht schafft. Also ich muss sagen, Gustav ist echt eigentlich einer sogar, wenn nicht der lustigsten YouTuber meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber von meiner Meinung nach ist er mit einer der lustigsten YouTuber. Für euch kann es Schnatzgel sein. Okay, mein Schuss hat gepiekt. Also für euch mag Schnatzgel der beste sein, für mich ist Dings der lustigste. Gymnaska, ich würde denkbar. Warum? Ja, das wäre alles sonst Gymnaska übrig. Oh nein, doch nicht. Ja, auch mal. Das war nur der Lilaska, aber was war's? Ich glaube, Leute. Ja. Leute, ich weiß, das Video war jetzt kurz. Aber ich muss das so kurz machen. Ja, das war's mit dem heutigen Video. Tut mir leid, echt, wenn es so kurz ist, aber mein Speicherplatz reicht nicht mehr. Und ich würde sagen, ciao.